Ja, Hallöchen zusammen zum nächsten Part Golden Sun. Wir sind hier vor dem Jupiter-Leuchtturm. Und, ja. Ich bin ganz gespannt, was uns hier jetzt alles erwarten wird. Wir gehen jetzt mal direkt rein. Wir waren hier ja schon einmal, aber kamen da nicht sonderlich viel weiter. Wissen ja noch, wir mussten hier irgendwie hin und dann mussten wir hier einmal... Wo ist es jetzt? Zyklon einsetzen. Aber sehr viel mehr wissen wir ja leider auch noch nicht. Denn wir kamen zu einer Stelle, wo wir Luftkissen einsetzen müssen. Und den hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und daher waren wir dann weitergegangen und haben uns diese Attacke jetzt besorgt. Und naja, wir schlagen uns jetzt erstmal mit diesen ganzen Gegnern und gucken zu, dass wir irgendwie, ja, mal sehen, was passiert und so. Ne? Also ich bin gespannt und so. Das wird interessant. So. Euch Viren, ich glaube Viren spricht man die aus, aber fertig gemacht irgendwie. Hoffe ich mal. So, Redox vielleicht und du kannst Odem auf dich selber dann einfach einsetzen. Du setzt Born, nee. Auf dich selbst ein, doch, ja. Läuft irgendwie, passt schon. Total die sinnvolle Runde wieder. Gegen diese komischen Drachenviecher, vor denen ich irgendwie ziemlich Respekt habe. So, nochmal Feuersägen, okay. Ey, Alter! WTF, Mann! Komm, verreck, Mann! Lass meine Leute in Ruhe, ja? Erstmal alle wieder aktiv setzen, yay! Und dann einmal Phoenix auf Cosma. Heilen kann ich dann eben auch nochmal. Sehr schön. Haben wir das geklärt und dann komme ich hier jetzt runter und kann hier dann dieses Luftkissen irgendwie einsetzen. Ich weiß nicht, wie das genau aussieht, was da passiert. Aber lassen wir uns mal überraschen. Okay. Gucken wir mal einfach, was passiert, wenn ich hier in die Richtung gehe. Ah, okay. Da komme ich dann dort an. I don't know. Was ich damit machen soll. Naja, egal. Oh Gott, das sind ja viele Gegner und so. Oh Gott, ich habe Angst, Leute. Setz mal Aether ein und du machst mal irgendwie Umbra, dass wir da vielleicht irgendwie ein bisschen geschützt sind oder sowas. Ich habe Angst vor dem, Mann. So, Aether. Okay, aber der war ja ziemlich easy, der Gegner. Bin ich ja fast enttäuscht, Mensch. Was sollte das denn? Du bist ja tot und so. Ist ja unglaublich. Egal, setzen wir Matiamat hierhin vielleicht ein. Und du kannst dann Wolke auf den hier nochmal einsetzen. Du setzt Dampf einfach ein und dann ist die Sache geritzt. So, den erledigt. Tiamat sollte die Sache dann ganz kurz beenden. Nö. Keulenschwanz nennt sich das, okay. Na gut. Mein Gott, ist nicht das Problem. Machen wir mal so, dann setzt du Natterndunst ein, das dürfte der eigentlich dann nicht überleben. Setzen wir auch noch Tor ein, mein Gott. Und Boreas, das überlebt er nicht. Das überlebt er nicht. Die Frage ist, wie viel er überlebt. Ah, also Tor auf jeden Fall nicht. Gut, die erledigt. Hier kann ich dann wieder Zyklon einsetzen. Hui. Hoch geht's. Coole Sache und so. Da komme ich dann hier im Jupiter-Turm wieder nach oben. Hinter dieser Barrikade offensichtlich. Kann dann hier die Türen öffnen. So, einmal rüber da. So. Dann sind die beiden offen und dann kämen Isaac und so auch hinter uns her. Das irritiert mich nicht jetzt ein bisschen. Ist das jetzt schon... Der ist auch noch nicht entzündet. Hä? Bin ich jetzt ziemlich überzeugt von eigentlich. Egal. Kann ich jetzt gerade nicht viel machen. Ich gehe einmal hier ran. Lang vielleicht dann einfach. Dieser Soundtrack dabei, den finde ich sau cool irgendwie. Was geht?
Verreck mal eben. So, vielen Dank. Schieber. Okay. Da haben wir das. Ah, wieder so ein Rätsel. Okay. Bin ja ziemlich überzeugt davon, dass wir die einfach dort irgendwie reinschieben müssen. Okay. Fangen wir da am besten an. Vielleicht hier einfach die einmal hoch. Leon kriegt Ideen. So, den dorthin. Den da lang. Dann komme ich hier auch wieder rum. Kann den hier zurückschieben. Diesen hier nach oben. Und den da nach unten. Ich weiß zwar nicht, was ich da unten damit will, aber... ich komme einfach nur an diese Kiste, okay. Und finde eine Erinias Tunika, okay. Wen ist das jetzt am besten? Ja, für Aaron auf jeden Fall nicht. Ach komm, dann... Na komm, dann du die einfach mal. Mein Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Hier ist... Ah, da ist noch ein Ausgang. Okay. Kann ich hier einmal kurz zu Klon einsetzen. Okay. Dann da lang vielleicht. Schieber hier runter. Das bringt nicht. Ich weiß nicht, ob ich diese Statuen vielleicht... Warte mal, ich probiere mal was aus gleich. Mal vielleicht die erledigen. Moment. So, den erledigt. Den auch erledigt. Ob die irgendwie so Gedankenleser irgendwas reagieren? Nö. Probieren wir hier mal Dings aus. Zu klonen. Hoch geht's. Da ist eine Tür. Die Tür ist versperrt. An der komme ich nicht vorbei. Okay. Dann wieder nach unten. Klärt sich bestimmt später noch. So. Und dann hier lang. Komme ich nach draußen? Oh Gott, ich finde den ja so geil schon. Ich finde den ja jetzt schon so geil. Der ist sau cool, Mann. Klar, ein paar Gegner dazwischen. Ich meine, das ist logisch, aber prinzipiell... Hallo, ich meine, wie cool ist das hier, Mann? Ich meine, du fliegst durch diesen ganzen Turm durch und der ist einfach wunderschön irgendwie. Also, ich meine, klar, die anderen Türme waren auch irgendwie schön an sich, aber den hier finde ich ja jetzt mal total geil irgendwie. Okay. Da ist klar, was wir da einsetzen. Enthüller. Da ist sonst nicht. Da müsste ich irgendwie wahrscheinlich irgendwie gleich einmal... Na, da komme ich noch nicht hin, okay. Da, warte mal. Sehe ich da jetzt schon was? Okay, klar, da ist einer in der Mitte, aber den muss ich erstmal dieses komische Dingsbums da aktivieren und vorher bringt mir das alles gar nichts. Gut, okay, einmal so erledigen alle zusammen. So. Einmal alle ein bisschen geheilt. Sehr schön. Mona eingesetzt. Und Boreas. So. Nummer 1 erledigt. So, dann Ferrum. Du kannst Redox mal einsetzen. Du kannst... Angreifen kannst du. Mehr kannst du gerade nicht, Mann. Für dich gilt ungefähr das Gleiche. Wir haben keine PP, die wir ausgegeben haben. Wir haben keine Dings. Wir haben gar nichts. Alle bei gutem Bewusstsein und so. Gibt nichts zu meckern.
finde es hier gerade so geil und bla, aber irgendwie auch so, oh mein Gott, wo soll ich hin? Was soll ich tun? Ah, ein weiter, so. So das Gefühl, dass ich den hier irgendwo in der Mitte brauche. Naja, sehen wir weiter. Oh Gott, diese Statue eben daneben, habt ihr die gesehen? Die war ja saugeil, Mann. Wunderschön, Mann. Wunderschön. Ich gehe mal davon aus, dass ich dich jetzt dort rüberschieben muss. Okay. Dich dann dahin. Da ist noch irgendwie eine. Den muss ich dann wahrscheinlich nach ganz oben schieben. Okay. Dann gucke ich mal eben nach einem Weg wieder nach oben hier. Ah, klar, logisch. Voll intelligent und so. So, 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 so. Da lang. Und da finden wir einen Meditationsstab. Für wen ist denn der jetzt am besten? Das sind 20. Das wären... Oh Gott, das sind ja fast 40. Okay, dann nimm du den mal einfach. Da komme ich nicht rüber. Okay, warte mal. Ups. So, lass mich mal eben da rüber und so. Okay. Ich hab gerade so keine Ahnung, wie und wo ich jetzt am besten hingehe und überhaupt. Ah, okay. Ich muss den irgendwie dort unten hinbringen, an irgendeine bestimmte Stelle. Komm, mach mal so. Mal sehen, ob es das gebracht hat, das sehe ich dann später. Auf der anderen Seite war noch ein Weg nach oben. Fällt mir gerade so ein, dann nehme ich den jetzt mal einfach. Na toll. Müsste man... toll, die sind wieder alle verschoben, kann das sein? Ja, sind sie. Okay, dann eben hier irgendwo runter. Moment. So. Ich glaube nicht, dass ich dafür diese komischen Links brauche. Ich glaube, da kann ich einfach so hochgehen hier. Muss ich, glaube ich, nichts hin und her schieben. Das ist Bullshit. So. Da ist irgendein Schlüssel oder sowas. Was passiert denn, wenn ich hier jetzt Luftkissen einsetze? Nur mal so aus Interesse. Das ist... Okay. Ich muss die erst alle irgendwie aktiviert kriegen. Aber das ist so das Typische. Man muss irgendwie immer erst eins in diesem Turm aktivieren und dann geht richtig die Party ab. So. Die irgendeine Bedeutung haben, eine nähere? Okay. Hier komme ich schon hin, okay. Das ist die Spitze? You serious, man? Okay, also hier scheint es nicht das Problem sein, die Spitze zu erreichen. Hier scheint es das Problem sein, diesen komischen Stöpsel da oben wegzukriegen. Oh Mann, ey, ich finde das ja so geil gerade. Träger des Sterns, zeige die Macht des Animos. Luftkissen. What happens now?
coole Sache. Jetzt komme ich hier überall hin. Und was ist jetzt hier oben? Ist jetzt da alles offen oder wie sieht das aus? Nein, natürlich nicht. Hm. Da sehe ich nichts, okay. Ah, ich finde es ja so cool, Mann. Kann ich hier irgendwie rüberjumpen? Nee. Okay, 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 okay. Okay, hier komme ich gar nicht weiter. Schade. Da muss ich wohl irgendwie woanders wieder einen Weg nach unten finden, eben. Mal einfach den hier vielleicht. War ja überall noch irgendwas mit irgendwelchen Dingsbums da. Ein Geistersoldat. Oh mein Gott. Nirvana. Oh mein Gott, Nirvana. Ich habe gerade mein Nirvana-Band-T-Shirt an. Nur mal so zur Info. Fällt mir gerade so, by the way, ein. Also, ist auch cool und so. Ey, ich liebe dieses T-Shirt, Mann. Also, das habe ich mir letztens in Dublin irgendwie gekauft und das ist voll cool. So. Steinchen schweb. So. Dann hier vielleicht raus oder sowas. Das hilft mir alles nicht. Dann wieder runter wahrscheinlich. Da komme ich jetzt rüber, genau. Sehr schön. Enthüller. So. Ja, toll. Es ist eine Kiste. Ein Psy-Kristall, ja, okay. Schönen Dank, aber... super. Will mich ja nicht beklagen, aber bitte ein Synergiestein. Also, das war jetzt total sinnvoll und so. Herrlich, herrlich. So, Gegner 1 besiegt. So. Okay, euch irgendwie erledigen. Wird schon irgendwie. Bums. Das reicht ihm natürlich. Und ihm auch. So. Ja, dann hier wahrscheinlich wieder zurück. Bis ich irgendwas Wundertolles gefunden habe. So, Enthüller. Einmal hier rüber. Da ist immer noch zu. Keine Ahnung, wie ich das aufmache oder sowas. I don't know. Setz du mal Odem einfach hier ein und du kannst mal Odem vielleicht auf den einsetzen oder sowas. Keine Ahnung. So. Mal Span eingesetzt, einmal Ferrum eingesetzt und dann ist die Runde wieder vorbei und die war total sinnvoll und bla. So. Dafür kann ich jetzt Gericht einsetzen. Du kannst hier Matt einsetzen und du kannst... Ja, die bringen es auch gerade beide nicht. Yay. So. So mache ich das, so läuft das irgendwie. Nummer 1 besiegt. Nummer 2 besiegt. So, sehr schön. Hier komme ich dann immer noch nicht weiter. Okay. Da kam ich dann noch auf diesen anderen. Ne, der bringt mir nichts gerade. Kam ich zu dieser roten Tür, meine ich. Das bringt mir gerade gar nichts. Die ist ja immer noch zu. Hier kann ich mal Dings einsetzen. Nicht Wirbelwind. Zyklon. So. Vielleicht habe ich ja noch einen anderen Eingang jetzt oder sowas. Gang weiter nach oben. Whatever. Stimmt, die Dings sind ja jetzt aktiv. Von daher wird da schon irgendwas Tolles sein. So. Vielen Dank. Da jetzt weiter. Ah, I see, I see. Ah, Moment. Den einmal darüber. So, geh mal davon aus, dass der Rest hier eigentlich alles erledigt ist, dass ich dann einfach nur hier Verschieber einsetze und das darüber haue. So.
Wunderschön. Und dann hier wieder rüber gejumpt. Sehr schön. Ups. Gott, leicht zerfallen, ne? Ganz bisschen. Schade, schade. Ist ja wunderschön eigentlich, ey. Komm. So, ups. Mal dahin. So, jetzt einmal Luftkissen. So. Ich weiß nicht, ob mir das Luftkissen jetzt irgendwas bringt oder soll ich erstmal vielleicht hier Dings... Na komm, ich will es einmal ausprobieren. Was dann passiert, wenn ich jetzt in diesen komischen Dings gehe. Komme ich dann nach oben oder wohin? Hier weiter hoch. Das bringt mir nichts. Da... Ach, okay, doch, das kann ich da irgendwie hin und her verschieben. Okay, sehr gut. Nochmal Verschieber. Sehr schön. Das Ding geht nach oben und dann kann ich hier einmal rüber jumpen und mir diese Kiste holen. So, mit einem Heiltrank, okay. Vielen Dank, aber naja, ne? So. Okay. Da ist nix. Oh mein Gott. Ein Skorpiatan heißt das. Ich krieg diesen Namen nicht auf der Reihe. Unglaublich. So. Ja, mal kurz. Zyklon eingesetzt. Und dann geht's da wieder runter. Und zwar einfach hier hin. Okay. Ich mal da lang vielleicht erst. Schieber hier nach unten. Als ob die irgendeinen Sinn haben oder sowas, weil da hatten wir ja vorhin schon einen runtergeschoben. Da war doch noch der andere Weg. Den gucke ich mir auch noch eben an, Mann. So. Man kommt nach draußen. Das wundert mich jetzt irgendwie wenig. Schiebe ich den mal da rein einfach. Ups. Hilfe. So, da kann ich jetzt Dings einsetzen. Coole Sache. Ups. Es geht. Geistersoldat und so. Oh mein Gott. Verreckt mal. Danke. Felix ist ein Level aufgestiegen, sehr schön, aber mehr bringt mir das gerade dann eigentlich auch nicht, oder? Oder komme ich hier nicht hoch, oder? Nö. Dachte ich mir eigentlich schon vorher. So, da war ja nichts, genau. Dann setze ich hier mal Zyklon ein. So. Darunter. Okay. Fehlt dann, glaube ich, hier unten noch der Weg oder so. Oder hatte ich den schon irgendwann? Ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung. I don't know. Setz nochmal Gericht ein und Kanone und... ja, Alter, bringt es gerade nicht. Mal wieder. Immer noch nicht, besser gesagt. Und bla. So. Such mal deine Links ein, deine Gins. Das ist toll. Über mal Lichtplasma. So, Nummer 1 erledigt. Und gut, setz Gericht ein. Das sollte kurz einen Prozess machen, denke ich, oder? Jo, läuft. Ah, da komme ich nicht hin. Irgendwo auf der anderen Seite muss ein Weg sein, okay. Ungefähr auch auf der gleichen Höhe. Hier. Genau. War ich hier schon? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube nicht, oder? Komm, verreck mal eben. So. Nee, ich glaube, hier war ich schon, oder? I don't know gerade. Ja, doch, hier war ich schon.
Ich würde sagen, dann gehe ich jetzt mal wieder in Richtung nach oben, oder? Ich weiß auch nicht, was ich sonst zu tun hätte. I don't know, ehrlich, keine Ahnung. Ja, ich bin da wieder ein Idiot. Jedes Mal derselbe Fehler, yeah, hey. Mal da hoch. Da hoch. Sehr schön, sehr brav. So, da weg. Hier hoch. Und da lang. So, dann nochmal zu klonen. Okay. Ach, oh, klar, logisch. Das hatten wir ja lange nicht. Kette. Wie komme ich rüber, Mann? Klar, Leute. Aber mehr auch nicht, oder? Okay, das ergibt schon ein bisschen mehr Sinn. Da muss ich bloß erstmal dran denken, dass das auch ging, ey. Das hatten wir ja nur einmal auf diesem komischen Berg da. Okay, da wollte ich nicht hin. Ah, klar, logisch. Die waren ja auch überall draußen irgendwelche Ketten und bla und... An die muss ich ja jetzt auch irgendwie rankommen. Komm. Hier ist aber keine... Ah, toll, Leute. Verreck. Vielen Dank. Dann... Hier raus vielleicht. So, zu klonen. Sehr nett. Einmal Luftkissen, okay. Ist hier sonst noch irgendetwas, was ich vielleicht irgendwie übersehen habe? Irgendwelche Ketten oder sonst was? Könnte ja sein. Da ist der Aufzug. Da ist der andere Aufzug, okay. Offensichtlich nicht. Oh man, I don't know gerade. So. Okay. Was hast du zu tun? Gibst du irgendeinen Sinn oder sowas? Dass du jetzt doch... Nee, stimmt, du hast die Dings geöffnet, genau. Klar, okay. Hab nichts gesagt. Ich weiß nicht, ich schaue eben da oben nochmal vorbei, ey. Muss auch irgendwie irgendetwas Tolles sein, oder nicht? Was ich vielleicht möglicherweise übersehen habe. Hier ging es doch, glaube ich, ja nach draußen, von daher gucken wir mal. Blauen Türen und die rote Tür auch. Wie kriege ich die auf, ey? No idea, mate. Jetzt bin ich wieder hier. Oh Leute, ich habe gerade keine Idee. Was ist, wenn ich in die andere Richtung gehe oder sowas? Zu klonen nochmal. Ich bin auch mal wieder nach unten da. Danke.
So, Zyklon. Ah, Quatsch. Nicht Zyklon. Luftkissen. Da oben, was war hier? Da war die Kiste, genau. Ups, Entschuldigung. Hatte ich nicht vor. Da ist nix. Echt, ich habe keine Ahnung gerade. Ich muss irgendwie diese blauen Türen aufkriegen. Vorher geht es nicht weiter. Frage ist, wie kriege ich sie auf? Habe ich irgendwas irgendwo übersehen? Sieht's denn jetzt eigentlich oben auf der Spitze aus? Ich habe da gerade keinen Bock drauf. Ich will mal eben kurz irgendwie weiter. Kein Nerv. Komm, lauf. So. Nicht. Gar nicht. Ein Moment mal. So, da bin ich erstmal wieder. Hab immer noch leider nicht den leisesten Schimmer, wo es jetzt weitergeht. Komm, drei Gegner, da habe ich keinen Nerv zu gerade. Nervige Gegner. Och nö. Komm, verpisst euch. Keine Lust gerade da drauf. Ich gehe jetzt mal hier vielleicht nach unten und suche wieder den Weg. Quatsch, nicht Detonation. Das hatte ich nicht vor. Zu klonen schon eher. Suche wieder den Weg nach unten irgendwie. I don't know, ob da irgendwie... nach oben, Entschuldigung. Leon ist wieder fail im Kopf. Da wollte ich nicht hin. Leute, nein. Ach komm. Ernsthaft. So, da wieder runter. Moment mal, ey, das nervt mich jetzt gerade. Moment. So, da bin ich wieder. Ich hoffe mal, ich habe jetzt ein paar Minuten Ruhe. Ich muss jetzt zuallererst, ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, was ich denn jetzt vorhabe, als nächstes zu tun und bla. Und, ich sollte als erstes einmal diesen komischen Schlüssel wieder suchen. Wir haben ja den irgendwo schon mal gesehen. Entschuldigung. Falsch. Zyklon. Da mussten wir eigentlich, meine ich, in Richtung, Gipfel des Turms. Oder Spitze oder whatever. Ihr wisst ja, was ich meine. Ups. Yo. Es geht. Einmal die alle erledigen. So. Einmal euch. Und dich jetzt irgendwie noch. Ah, toll. Der hält irgendwie mehr aus und so. Das ist voll und cool. So. Okay. Hier dann runter oder sowas. Wo war das denn? Hier genau. Einmal dann Zyklon an der Stelle. So. Sehr schön. Zyklon noch... Quatsch. Ich setze immer das Falsche ein, ne? Unglaublich. So, Luftkissen. Das schon eher. Okay. Dann hier lang. Hier hoch. Und hier diesen ganzen Krempel wieder irgendwie hin und her verschieben. Dass wir da unten irgendwie hinkommen. So. Und so. Und so. Wunderschön. Dann hier jetzt weiter. Hier einmal Zyklon eingesetzt. Da kommen wir dann irgendwie nach oben. So. Wunderschön. Dann jetzt hier lang. Muss mich erstmal hier so überall orientieren und so. Das geht gerade gar nicht. So mit meinem Orientierungssinn. So, Echo. Du kannst dieses Petra einsetzen. Du kannst gerade nicht sehr viel einsetzen. Yay. Ich plasma dann einfach mal und du setzt Born einfach auf sie ein. So. Hoffen wir, das wird schon. So. Euch alle irgendwie ein bisschen angegriffen, das ist schön. Wumms.
So. Dann hier nochmal so weiter. Sparen. Ach Gott, toll. Ich habe gerade nicht sehr viel, was ich irgendwie an Dings einsetzen kann. Das ist uncool. So, Nummer 1 erledigt. Sparen einmal. So. Da haben wir die erledigt. Ich glaube, für Jenna gab das gerade ein Level Up, wenn ich das richtig sah. So, da ich sowieso gerade so viel PP irgendwie habe, komm, machen wir euch mal beide auf inaktiv. Dann kann ich auch gleich irgendwas einsetzen, also von daher läuft das. So, einmal hier raus oder rein und bla. Hier hoch. Hier weiter hoch. Beziehungsweise geradeaus, eher gesagt. Hey, hey. Ach, ihr kleinen Pisser wieder. 9. So, Redox, und du setzt dann einmal kurz Tor ein. Du kannst dann Dampf einsetzen. So, dann läuft das ja irgendwie, mein Gott. So. Euch einmal kurz erledigen. So. Einen noch übrig. Blüte, ja, alle geheilt, ist klar, ne? So. Sehr schön. Da haben wir euch erledigt. Gut, dass du Jenna angegriffen hast. Haha, Opfer. So, Enthüller. Und dann ging es, glaube ich, hier weiter. Dann, Moment mal, jetzt muss ich hier ganz rum, ne? Ne, doch, ist richtig. Da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Hier runter. Und dann hier hoch. Und da wieder hoch. Genau, dann hier runter, glaube ich. Und dann kam ich hier daran, genau. Okay, einmal Luftkissen einsetzen. So. Okay. Da haben wir diesen roten Schlüssel. Da kriegen wir dann die rote Tür wahrscheinlich mit auf. Und dann können wir jetzt hier weitergehen. Also ich gucke hier noch einmal ruhig nach draußen oder sowas. Ah. Really interesting und so. Coole Sache. Da käme ich jetzt nach oben. Nach oben, pff, ja, interessiert mich gerade wenig. Okay, dann gehe ich wieder runter. Einfach. Hier dann weiter. Vielleicht einfach rüber über diese komischen Felsen. So, einmal Gericht eingesetzt. Tiamat. Oder vielleicht auch Jenna. Und du setzt dann Boreas da hinein. Okay. Läuft ja irgendwie. So. Wunderschön. Läuft schon. So. Einmal Gericht. Wunderschön. Euch auch erledigt. Und dann komme ich jetzt irgendwie zu dieser roten Tür. So. Hier irgendwie runter. Ich glaube, ich gehe eben hier außen rum. Ups, das hatte ich nicht vor. Na, komm. So. Weiß immer noch nicht, was dieser rote Dings zu bedeuten hat. Hm, I don't know. Aber egal, das wird sich später bestimmt noch erklären. So. Dann erstmal hier runter. Und hier, glaube ich, weiter war das, ne? Enthüller einsetzen. Ups, wups, wups. Und da ist diese Tür. Da muss ich jetzt nur noch eben kurz den Weg nach unten finden. Das war ja hier. So. Einmal hier außen lang. Komm, Kinders. Den eben erledigen, mein Gott. So. War ja kein Problem. Und dann jetzt hier nach oben. Zyklon einsetzen. Sehr schön. So, die Tür ist versperrt. Dann nehmen wir einmal diesen roten Schlüssel benutzen. Tür auf. Und dann komme ich weiter. Okay, dann gucke ich mal hier lang vielleicht einfach. Ups. Okay. Das ist ja voll uncool, Mann. Okay. Joa. Der kommt jetzt schnell irgendwie. Voll erschreckt, ey. Was ist denn hier los?
Schwertleser? Ne, das bringt nichts. Okay, das ist irgendein Bogenschütze. Der hat bestimmt irgendeine Bedeutung. Ich habe keine Ahnung welche, aber naja. So, keine Ahnung, was du bist, aber ich glaube, dieser komische Dings da ist, glaube ich, ein Mimic. Das heißt, glaube ich. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich meine, komm, der ist so offensichtlich. Ja. War ja irgendwie klar. Ich habe damit gerechnet und so war es dann auch, mein Gott. So, einmal Boreas dann dazu eingesetzt und dann läuft das. So. Bewegungsunfähig. Wunderschön. Boreas. So. Reicht ihm natürlich nicht. Ah, und cool, Mann. Egal. Weitermachen. Haben wir ja keine andere Wahl, also von daher läuft. So. Excelsior, so, läuft. Fluch. Spinnst denn du? Hat zum Glück nicht gewirkt, aber hallo? Schäm dich was. So. Das ist erledigt. Aaron ist ein Level aufgestiegen und ich finde Psy-Kristall sehr schön. Aber okay, gehen wir mal weiter. Hier lang. Und hier finde ich den blauen Schlüssel. Okay. Komme ich da hin jetzt? Ups. Na, da wollte ich jetzt noch nicht hin. Okay, ich muss wohl wirklich da irgendwie von oben da reinkommen. Ups. Shit, okay. Okay, 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 okay. Na? Will ich das eben... Warte mal, ich schaue mal kurz nach draußen hier. Oder weiter nach oben einfach. So. Euch eben mal kurz erledigen. Okay, meinetwegen. Äther bringt gerade niemandem was. Yay, super. Klasse. Freut mich doch. So. Einmal getäuscht. Sehr schön. Den erledigt. Wundertoll. So. Verteidigung geht hoch. Hitzelähmer. Okay, das ist uncool. Ja, machen wir ihn eben so fertig. So, das sollte der ja nicht viel aushalten. So. Dann hier weiter. Komm dann da rein. Aber da muss ich auch irgendwie... Are you fucking serious, man? Warte mal. So. 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 Hier einmal hin. Dann einmal Luftkissen. Oh, das ist so fies, Mann. Verschieber. Oh Gott, jetzt muss ich da irgendwie raten. Ah, nein. So, erstmal vielleicht hier darüber. Luftkissen einsetzen. So. Will ja erstmal noch gucken, wo es hier weitergeht. Bevor ich mich da jetzt irgendwie runter begebe. Ah, das sollte man sich ja angucken, ne? So. Ah, okay. Aktivieren das jetzt? Der schießt vielleicht irgendwie einen Pfeil ab oder sowas. Da geht sie irgendwie so weg. Okay. Sehr cool, Mann. Sehr cool. Oh Gott, das wird immer cooler hier, Mann. So, einmal hier vielleicht runter. Ah, ne, da wollte ich nicht hin. Uncool. Ich will irgendwie in diesen mittleren. So viel ist klar. So. So. Den haben wir geschafft und dann jetzt wieder hier hoch. So, 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 so. Luftkissen. So, 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 so. Und dann hier runter vielleicht.
Würde ja Sinn ergeben. So. Hier weiter runter. Dann hier weiter. Und da kommen wir an den blauen Schlüssel. Wunderschön. So, jetzt müssen wir nur noch dieses blaue Tor wieder suchen. Ah, sehr cool, Mann. Mir gefällt das richtig, ey. Boah. So, hier raus jetzt irgendwie. Okay. Hier kann ich jetzt mal wegen auf dem Dings durchgetragen werden. Das kümmert mich wenig. So. Hier jetzt wieder runter. Ah, nein, nicht Detonation. Entschuldigung. Mein Fehler. Wer ist behindert? Leon ist behindert. Ja. Zweimal hintereinander den falschen Zauber. Yay. Sowas schafft echt nur Leon. Geiler Scheiß. So. Ja, hey. Zum Gegner eben erledigen. Kein Ding. Verreckt mal alle zusammen und so. Vielen Dank. So, wo war jetzt dieser blaue Dingsbumster? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Na, egal. Mal kurz nach unten hier. Und dann finden wir den schon irgendwie. Genau, hier wieder runterschieben, genau. Kein Problem, kein Problem. So. Und dann wahrscheinlich hier irgendwo einfach rüber. Ja, hier lang. Okay, das hat es jetzt voll gebracht. Gucken wir hier eben kurz rein. War das hier? Nee. Ich hab grad echt keine Ahnung. Benutzen wir einmal kurz Luftkissen und gehen wieder in diesen komischen Strahl da oben. So. Nochmal Luftkissen. So, vielen Dank. Und hoch hier. Wo auch immer wir da jetzt hinkommen mögen. So. Irgendwo hoffe ich zu dieser blauen Tür. Ich weiß gerade echt nicht, wo die ist. So, euch eben irgendwie erledigen. So. Ja, irgendwie reicht das denen nicht. Klasse. So, nochmal. So. Das reicht euch ja jetzt. Ah, schon besser. Okay. Dann weiter. Da ist die Tür, okay. Dann einmal den blauen Schlüssel benutzen. So. Ups, Entschuldigung. Das war meine Schranktür. Yeah, hey. Und dann kann ich hier jetzt irgendwie Luftkissen einsetzen und komme hier rüber. Okay. Ergibt Sinn. Wumms. Gut, dann komme ich hier jetzt hoch. Hier ist wahrscheinlich ja der Bogenschütze in der anderen Richtung. Ups, Entschuldigung. Gott, was ist das denn? Hilfe. Komische Drachen und so. Voll uncool. Hier haben wir geheilt. So, Born. Auf wen setze ich Born ein? Auf sie, glaube ich, am besten, oder? I don't know. So. Sparen eingesetzt. So, okay. Mal sehen, was die hier so aushalten. Ich glaube, so einfach ist das nicht geregelt. Nee, nicht wirklich. Uncool. Egal, dann mache ich mal hier vielleicht Heilwasser auf sie. Du kannst dann Tiamat einsetzen. Du setzt dann Tor ein und du... Ach, Umbra, ne? Läuft. So. Uncool Drachen und so, ey. So, okay. Ja, gut, okay. Irgendwie kriegt man die ja down, von daher, mein Gott. Guck ich einmal hier rein. Jupiter Djinn, ernsthaft? Ist ja nicht so, dass ich davon nicht schon genug hätte oder sowas, ne? Egal, war das Luftkissen, musste ich hier ändern? Ne? Yep. Okay. So, einmal hier runter irgendwie. So. Dann
da wieder runter gesprungen. Jetzt könnte ich das... Moment mal. Ich bin unentschlossen. Ich bin verdammt unentschlossen. Wenn ich... Wobei, ich kann es ja eigentlich nur dahin, oder? Geht das noch irgendwie wo? Nee, Quatsch, natürlich. Ich pack's jetzt hier rein. So. Luftkissen einmal einsetzen. So, Verschieber. Okay, jetzt komme ich bloß an den einen Djinn nicht ran, aber ganz ehrlich, mir ist dieser eine Djinn gerade relativ egal. Was passiert, wenn ich hier jetzt Hammer einsetze dann? Hammer? Ah, I see. Okay, komm, will ich mir den einmal kurz holen, mein Gott. Where's the difference? Mein Gott. Einmal so. Nee. Hm, klar. Warte, Moment. Verschieber. Dann den hier einmal runterschieben. Gott. Schon lange und so. Nur für diesen einen Djinn, den ich eigentlich noch nicht mehr wirklich brauche. Ich meine, hallo? Das sind viel zu viele und so. Okay. Dann einmal hier... Na, nicht Detonation, ey. Ich verklick mich jedes Mal, ne? Unglaublich. Luftkissen. So, das schon eher. So, einmal will ich mich kurz heilen dann. Bevor ich das mache. So. Dann setze ich dich mal auf aktiv und euch setze ich mal alle auf inaktiv und dich auch und dich auch und... Meinetwegen dich auch. So, du willst ja kämpfen, das war klar. In irgendeiner Art und Weise. So. Dann fange ich mal einfach mit Ragnarök hier an. Dann Tiamat da. Und Thor da. Und Boreas da. So. Funk. Ach du Scheiße. Der war jetzt krass, Mann. Kranker Shit, Mann. Kranker Shit. So, Ragnarök einmal einsetzen. Boreas. Ich hoffe mal, das reicht ihm dann, ne? Irgendwie nicht so, ne? Oh ja, stimmt. Tiamat kommt noch, genau. So, jetzt wurde er besiegt. Sehr schön. So, da ist Cosma ein Level aufgestiegen noch. Wunderschön. So, Wirbel folgt Felix. Ah, wem gebe ich den jetzt, ey? Gib mal ihr den hier und du nimmst dann wieder deinen. Genau, ja, es ergibt doch Sinn. Gut, dann heilst du jetzt mal eine Runde. Macht Felix ja oft genug. So, und jetzt müsste ich irgendwie, wenn mal, komme ich da vielleicht einfach so hin oder sowas? Jetzt reicht das ja, ey. Ja, sehr schön. Konnte ich mir das sparen. Ein Rätsel. Yeah, hey. Setzen wir hier mal eben kurz Hammer ein. Mal sehen, was passiert. Einmal Verschieber. So. So. Den dorthin, dass ich dort wieder drüber komme. Wumms. Und dann... wo will ich denn überhaupt hin? Ist jetzt ja die Frage, ne? Da will ich auf jeden Fall hin. Wenn mal. Dort muss ich auch irgendwie hinkommen. Dann überhaupt hoch?
Sieht nämlich nicht so danach aus. Okay, doch, dann muss ich dich wieder da zurückpacken. Kein Problem, kein Problem. So. Dann dich dorthin. So, wo will ich denn zuerst hin? I don't know gerade. Da ist nur eine Kiste, aber die Kiste möchte ich irgendwie auch haben, ne? Spiel die eben einmal kurz danach ganz oben. So. Okay. Sehr schön. Anschließend dann dich da hoch. Okay. Dann noch dich eben darunter. So. Oder warte mal. Nee, Quatsch. So. Das war, glaube ich, falsch. Uncool. Oder? Nein, Quatsch, das war richtig. Es geht bloß nicht auf. Nenn mal. Nee. Ich muss schon, glaube ich, von der einen Plattform da vorne darüber. Also einmal den hier hin. Damit ich da dann wegkomme, packe ich dann die hier dorthin. Anschließend will ich dann mit dem hier nach dort unten irgendwie so. Okay. Und dann mit der hier noch. So, darüber. Es fehlt nur noch der eine hier, den muss ich dann noch nach da ganz unten schieben. So. Okay. Den dort rüber. Sehr schön. Und dann muss ich das nur noch da oben aktivieren wieder. So. Will man natürlich alles machen. Also von daher, mein Gott. So. Lass mich da mal rüber. Der Schieber. So. Ist aber auch wieder so ein cooles Rätsel, ey. Das gefällt mir richtig geil. So. Hier runter. Fliegen die jetzt wieder in der Luft da. So, 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 so. Komm da an die Kiste ran. Finde ein Lebenswasser. Okay, das ist cool. So, jetzt muss ich aber den anderen Weg noch nach da unten finden. Wenn man, na komm. Einmal Hammer. Ah, jetzt darf ich die wieder zurück verschieben. Yay, yeah, geil. So, Verschieber. So. Hey, hey. Da lang und hier hoch. Darüber. Und dann jetzt. Muss ich den hier? Na komm. Mach mal, was ich dir sage. So. Dich hier rüber. Sehr schön. Da lang. Okay. Dann dich noch. Ups. Komm, jetzt gehen wir dazwischen. So. Dich da komplett rüber. So. Und dann dich noch da komplett rüber. Aber kriegen wir schon hin. So. Sind wir da rangekommen? Okay. Da hochgeklettert wieder. Darüber so. Verschieber dort runter. Und hier rüber. So. Wunderschön. Das geschafft.
So, hier kann ich dann jetzt wieder rüber. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, geh mal rüber da. Da komme ich jetzt rüber, toll. Ah, okay. Hm, eine Abkürzung quasi, okay, sehr schön. Aber da will ich ja jetzt nicht lang, ich will ja weiter nach oben. Toll. Hi, was geht? Ach, machen wir dich eben fertig, ey. Mein Gott, so. Blitz und dann Brodem und dann ist die Sache hoffentlich erledigt. So. Naja, wahrscheinlich nicht. Mein Gott. Da wird schon irgendwie. So, erstmal alle schön irgendwelche geilen Gyms eingesetzt. Richtig cool. Eissägen, na super. Aber egal. Einmal. Nee, Blüte. Na komm, scheiß das doch. Setz Stahl immer ein. Einfach. So, Brodem auf dich selbst und du kannst dann Born auf. Sie einsetzen, okay. Sehr gut. Gegner 1 erledigt. Wunderschön. Okay. Born dann einmal. So, du setzt Feuersägen ein, das war irgendwie klar. Hätte ich nicht anders gemacht. So, aber dann einmal Petra, dann Redox und Wolke. Dampf, so. Läuft irgendwie. Okay. Das war's für den. Wunderschön. Und dann komme ich hier überall noch nicht weiter. Dann muss ich erst hier rum irgendwie und so. Überall irgendwie so eine komische Vierecke. Okay. Ah, Leute. Ich mal hier lang. Ups. Was? Okay, ihr wollt mich ärgern. I see, I see. So, gehe ich mal vielleicht da lang. Hier. Hopp. Na danke. Du Arsch, ey. Ah, oh, das ist ja jetzt uncool, Mann. Ich muss wirklich hier lang und ich muss auch wirklich da runter. Ich weiß nicht, wann die das einsetzt, ey. Ich denke mal, da habe ich nicht viel von, dass ich da großartig leide. Ey, Alter. Was kann ich da dagegen machen, ey? Uncool, Mann, ey. Echt uncool. Wann setzt der das ein? Warte mal, ich komme ja hier auch lang irgendwie. Öp, na. Okay, das war jetzt eigene Dummheit. Entschuldigung. Mein Fehler. So. Ey, Alter, lass mich in Ruhe, ja? So. Perek. Sehr schön, vielen Dank. Hier lang. Okay. Wo geht's jetzt am besten lang? Versuche ich es einfach mal. So. Na. Oh, Junge, bist du. Ich bin doch echt behindert, Mann. Entschuldigung. Ah, nein. So, hier lang, da runter, da lang. Hier runter. So, 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 na. Weil, okay, das macht nichts. Das macht gar nichts. Okay. Da geht's nirgendwo lang. Hier dann weiter hoch. Oh Gott, na, das war jetzt dumm. Okay. Luftkissen einfach mal eingesetzt. Oh nein, nicht euer Ernst, ey. Ja, scheiße. Ah, das ist ja cool, ey. Ich bin total stunned, ey. Luftkissen, so. Also, hier drüber ist alles super. So. Also komme ich. Nee, da muss ich wirklich drum herum, okay.
Beeilen wir uns mal. So. Na, fuck. Okay. Versuche ich es mal irgendwo anders oder so. Na komm, lass mich in Ruhe, ja? Ich will nicht mit dir kämpfen. Ich habe da keine Lust drauf. Ehrlich gesagt. Ja, lass mich in Ruhe. Alter, das ist jetzt total asozial. Scheiße. Oh nein. Bitte sag mir, dass du Phönix auf dich selbst anwenden kannst. Das ist so dämlich. Eigentlich ist es total dämlich, ey. Ich meine, hallo, ich belebe mich selbst wieder. WTF, Mann. Egal, versuchen wir es mal vielleicht über die andere Seite. Luftkissen. So. Vielen Dank. Nee. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier direkt vorher gehe? Okay, das bringt auch nichts. Ich muss irgendwie da außen rumkommen. Keine Ahnung wie, aber es muss gehen. Kann ich auch weiter hier lang gehen? Mein Gott. So. Okay, ich muss es bis dort hinten. Na, scheiße. Diese blöden Antennen dazwischen. Wie komme ich an denen vorbei? Hm. Da komme ich auch so vorbei. Ich probiere es jetzt einfach mal kurz aus, weil wenn ich da in den ersten schon reingehe, dann bin ich da eigentlich schon vorbei dran. Ich muss... Nee. So schnell bin ich da nicht. Oh, Leute. Leute. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Nee, das wird da direkt eingewendet. Das geht nicht. Leute, ich glaube, der Part, der ist jetzt schon echt lang genug. Ich glaube, ich... Oder? Nee, ich mache es anders. Ich schaue jetzt gleich einmal nach diesem... Wenn ich aus diesem blöden Kampf raus bin. Ich schaue jetzt einmal kurz eben nach, wie das aussieht, wie ich hier weiterkomme. Ich weiß nicht, ob ich zwischendurch einmal das auseinanderschneide oder sowas, aber... Wir sehen uns gleich wieder. Bis denn. Okay, also ich habe wohl wirklich keine andere Möglichkeit. Ich muss wirklich... Luftkissen einsetzen. Aber ich sollte zuallererst wohl probieren, hier dran vorbeizukommen und dann erst auf der anderen Seite. So, ach. Okay, also der ist vorher da und bla, okay. Muss ich mal, ja, auch erstmal merken, tut mir leid. So, dann kommt das Ganze jetzt normal. So. Mann, ich würde so gerne schneller rennen und so. Das ist voll uncool. So. Okay, das ging ja. Das hat ja funktioniert. So, einmal hier dieses Faden, okay. So, hier kann ich dann jetzt einfach wieder rüberlaufen. Luftkissen eingesetzt. So, hier einmal rüber. Hier komme ich dann so ganz easy lang. Frage ist jetzt bloß, wie komme ich hier weiter? So, geht das irgend... Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Unglaublich. Ich bin stolz auf mich. Yay. Gut, okay. Dann geht's weiter. Und da setze ich dann einfach... Ups, Entschuldigung. Das Ding dort ein. Ups. Ey, komm, Alter. Willst du mal das Ding da hinschieben? Alter, Felix, was ist mit dir los? Bist du kaputt? So. Bums. Der schießt die Tante dann ab. Die hebt das Ding weg. Okay. Da haben wir das geöffnet. Dann geht es jetzt wieder runter zum, ja, da einfach wieder runter erstmal. Und, wir kommen dann zum, guten Dingsbums. Dingsbums da, ihr wisst Bescheid. Wir können uns das Ganze dann jetzt vereinfachen und wir können dann jetzt direkt zur Jupiter-Spitze gehen. Finde ich ganz toll. Oh mein Gott, ich finde das so geil. So.
Tiamat vielleicht dann so hin und dann ein Tor. Ne, du kannst auch Aether einsetzen. Dann setzt das da mal ein. Nee. Doch. Aether. Und du setzt einfach Dampf ein. Mein Gott, das wird schon. So. Wumms. Meins erledigt. Dampf eben besiegen. Nehmen. Bla. Kaputt. Im Kopf und so. Leon, ja, ist total behindert. So. Okay. Dann jetzt. Weiter damit. Alles ganz toll. Du kannst dann Radiusstrahl wieder einsetzen. Du kannst Tor einsetzen. Und du setzt Umbra ein. Okay. Läuft ja irgendwie. Sehr schön. Mal Tor, das sollten die eigentlich nicht überleben. So. Okay. Immer nebenbei heilen vielleicht. Wo ich gerade hier bin. So, sehr schön. Das geschafft. Dann kann ich hier wieder runter. Bisschen abgekürzt. So. Bin ich hier. Kann hier einmal darüber. Komme da dann aus diesem Turm raus. So. Und kann hier drüben dann Seiltänzer irgendwo einsetzen. Mit eben diesen komischen Drachen. Wumms. Okay. Sehr schön. Dann einmal Seiltänzer. Sehr schön. Okay. Sehr schön, sehr schön. Okay. Komme ich hier runter und dann musste ich da irgendwie wieder auf die Spitze und das ging, glaube ich, hier auch direkt, oder nicht, oder? Nee, keine Ahnung, I don't know. Gerade. Komm, lass mich mal eben weg und so. Na, okay, scheiße. Egal. Ich hoffe mal, ich muss das jetzt nicht wieder alles aktivieren, ne? Das wäre jetzt die Hölle. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das aktiviert ist, alles. Ah, tut mir leid, Leute. Das wollte ich jetzt nicht. Das ist jetzt echt uncool. Aber die scheinen alle aktiviert zu sein. Und ich hoffe mal einfach, dass auch oben diese Dings noch da ist, wo sie hingehört, ey. So. Okay. Dahin. Ist vielleicht sowieso kürzer, wenn ich hier lang gehe. Aber naja, ist trotzdem doof. So. Hier hoch. Zyklon eingesetzt. Okay. Einmal nach oben. So. Da wollte ich nicht lang. Genau. Hier schon eher. Ja. Kinders, was geht? So, einmal Stahl. Wirbeleimer einsetzen. Ich bin gespannt, was das kann. So, und Boreas. Und dann ist die Sache, denke ich mal, geritzt. Hoffe ich mal. So, Wirbel. Kampfgeist wurde gestohlen. Okay, das ist ja auch irgendwie cool. Ah, Mia. Nein. Mia, Gerrit. Sind das Isaac und die anderen? Isaac? Ist das nicht ein Freund von dir, Felix? Ja, eigentlich schon, ne? Sie kommen aus Vale und egal, was Isaac jetzt glauben mag, sie müssen sich fortan verbünden. Aber Isaac und die anderen sind so weit gereist, um uns aufzuhalten. Aber hast du das denn nicht gehört? Es klang so, als würde jemand um Hilfe rufen. Das ist, wenn sie gerade in Schwierigkeiten stecken. Leute, haltet durch, Mia. Keine Sorge, Gerrit. Es wird alles gut. Mach dir keine Sorgen um mich. Mir geht es gut. Aber Gerrit. Gerrit, warum hältst du nur mit einer Hand fest? Was ist los? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe mir beim Sturz den Arm verletzt. Er ist total taub und ich kann ihn nicht bewegen. Du hättest nicht versuchen sollen, mich zu retten, als ich gestürzt bin. Oh, Mia, gib dir nicht selbst die Schuld. Niemals hätte ich dich im Stich gelassen. Oh Gott. Shit, es hat keinen Sinn, ich kann dich nicht hochziehen, Gerrit. Ich bin nicht stark genug. Isaac, bitte, du musst Gerrit retten. Ah, das sieht nicht gut aus. Wir müssen Gerrit retten, und zwar schnell.
Oh nein, ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Wer bist du? Ich? Mein Name ist Dinaria. Oh Gott. Und ich bin Hagatio. Wenn ihr nicht hier seid, um meinem Freund zu helfen, dann geht mir aus dem Weg. Ich werde es selbst tun. Dein Freund wird sich um sich selbst kümmern müssen. Du musst zwischenzeitlich noch eine kleine Schuld begleichen. Schuld? Was redest du denn da? Wir sind uns noch nie zuvor begegnet. Dennoch, du hast Dinaria hier großes Leid beschert. Außerdem wirst du langsam aber sicher zu einem Hindernis für uns. Sekunde mal, irgendwie kommt ihr zwei mir bekannt vor. Kennt ihr Saturus und Menadi? Also bist du nicht so ein Narr, wie wir dachten, Isaac. Du hast recht. Wir sind vom selben Clan, den Clan des Feuers aus dem eisigen Lande Prox, weit im Norden. Prox? Noch nie davon gehört. Das überrascht mich nicht. Unsere Stadt steht am Rande der Auslöschung. Und das Siegel, das auf der Alchemie liegt, ist dafür verantwortlich. Was sagst du da? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das hat dich nicht zu kümmern, denn schon bald wird Prox seine alte Macht wiedererlangen. Wir werden Prox wieder zu seiner verlorenen Glorie verhelfen. Dann werden alle Völker von Vaillard vor uns auf die Knie fallen. Und ihr glaubt, dass wir das zulassen nach all dem Unsinn, den ihr uns erzählt habt? Seht ihr? Ihr seid ein Hindernis. Und Felix hat versucht, euch zu helfen? Eigentlich wissen wir gar nicht, was Felix' Ziele sind. Und es ist uns auch egal, wenn er nur das Feuer des Jupiter-Leuchtturms entfacht. Dann geht uns aus dem Weg, wir sind hier, um Felix aufzuhalten. Bewegt euch, sonst müssen wir euch in Bewegung setzen. Hast du das gehört, Dinaria? Sie wollen tatsächlich kämpfen. Willst du etwa sagen, du würdest deinen Freund hängen lassen? Das war also alles Teil eures Plans? Feiglinge, beendet euer schmutziges Spiel und kämpft fair. Wenn ihr wirklich die Gören seid, die Saturus und Menadi besiegt haben, so habt ihr euch jetzt neue Feinde gemacht. Doch beantworte mir dies, würdest du immer noch nach Fairness schreien, wenn ihr zu viert gegen uns zwei kämpft? Deswegen habt ihr hier oben gewartet, ihr habt eine Falle errichtet, damit mir und Gerrit abstürzen? Wir wollen nicht beide in die Falle locken, aber es war durchaus eine angenehme Überraschung. So ist das also. Ihr seid gekommen, um gegen uns zu kämpfen. Oh. Hast du das ganz alleine herausgefunden? Beeindruckend. Ich mag intelligente Jungen. Ich hoffe, dass ihr nicht dem ihr Glauben erliegt, wir würden einen fairen Kampf 2 gegen 2 scheuen. Ein fairer Kampf? Es tut mir leid, aber du scheinst dich zu täuschen. Wir haben noch einen dritten im Bunde. Einen Wasseradept namens Alex. Oh nein. Alex? Wo ist der? Was ist los, Dinaria? Alex, er ist fort. Was? Alex? Shit. Hat jemand gesehen, wo er hin ist? Vergiss ihn. Offen gesagt, hatte ich vor, ihm das Gleiche zu tun. Was ich nun mit diesen hier tun werde. Ich bedauere nur, dass ich nicht mehr in der Lage sein werde, ihn sein schmieriges Grinsen aus seinem Gesicht zu schlagen. Nun, dann lass all deine Wut an diesen Gören aus. Du wirst dich danach viel besser fühlen. Leute. Felix, Hagati und Dinaria greifen Isaac und die anderen an. Glaubst du, Isaac und Ivan werden mit ihnen fertig? Ohne die Hilfe von Mia und Gerrit? Ich finde es verabscheuungswürdig, dass Dinaria ihnen eine Falle gestellt hat. Dies ist absolut unehrenhaft. Was ist, wenn Gerrit sich nicht mehr halten kann, solange der Kampf in Gange ist? Es bleibt noch Zeit, wir müssen Isaac helfen. Gut, also bewegen wir uns schnell. Ich will den Leuten den Arsch retten. Ich meine, wir haben unterschiedliche Ziele, aber wir wollen sie ja letztendlich verbünden mit uns. Und dementsprechend wäre es eine ganz nette Maßnahme, wenn die uns in irgendeiner Art und Weise helfen. So, hier geht es nicht lang. Moment, ich guck mal eben hier nach draußen vielleicht. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau weiterging hier. So. Okay. Nee, da ging es nicht weiter. Okay, das war diese eine komische Truhe nur. Einmal euch eben schnell erledigen. Gott, ey, ich bin gerade echt... Ha, ich will wissen, wie es weitergeht, Mann. So, Tor... Nein, Entschuldigung. Falsch. Egal, macht nichts. Hat er Tor einmal eingesetzt, macht er auch nichts. Passt schon. So. So, los, lauf, 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 lauf. Ich will wissen, wie es weitergeht, verdammt, ey.
So. Spring, los Felix, beweg dich. So, wahrscheinlich muss ich jetzt hier raus, oder? Ging das nicht hier irgendwie auch so? Hier lang? Einmal alle heilen eben kurz. Alle Djinns vielleicht von denen aktivieren. So. Von euch eben die Djinns. So, so. Von Bruder noch. So. Wirbelwind, komme ich da irgendwie rüber? Nee. Gut, dann muss ich irgendwie auf die andere Seite kommen. Moment. So. Hier rüber? Wahrscheinlich begegne ich gleich noch Alex oder sowas. Ah, das wird echt noch interessant, Mann. Scheiße, Leute. Ah, Felix, ich habe schon auf dich gewartet. Ah, nein. Bist du hierher gekommen, um das Feuer zu entfachen? Ja. Und du bist hier sicher, dass dies alles ist, was du zu tun gedenkst? Nein, eigentlich nicht. Ich sah euch, als Isaacs Freund in Dinarias Falle geriet. Ich kenne dich, Felix. Ich weiß, dass du es bereuen würdest, wenn du Isaac im Stich ließest. Du bist nicht wie ich. Du kannst nicht jemanden wegwerfen, wenn er dir nicht mehr von Nutzen ist. Nun, du solltest dich besser beeilen, wenn du noch hoffst, sie retten zu können. Alle Wunden wurden geheilt. Okay. Hier bitte, betrachte dies als ein Geschenk. Ihr könnt es noch immer schaffen. Schreitet voran. Alex hilft uns? Okay. Isaac, es tut mir leid, ich ertrage es nicht mehr. Halte durch, Ivan! Aha, du bist ein Narr. Lass dich niemals durch Besorgnis vom Kampf ablenken. Okay, shit. Drachenwut. Isaac geht in die Knie. Wir haben es geschafft, Hagatio. Es war knapp, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Ha, er ist kein Krieger. Seine Sorge ist, um seinen Freund hat uns den Vorteil verschafft, der uns zum Sieg verholfen hat. Was ist das? Er ist noch immer am Leben? Selbst nach diesem schweren Schlag? Es wäre eine Schande, wenn du und ich uns der Reue hingeben müssten, ihn am Leben gelassen zu haben. Isaac, Vorsicht! Er lebt noch. Wenn wir eingreifen wollen, Felix, dann sollten wir es jetzt tun. Sie werden Isaac töten. Nein, das werden sie nicht. Ich werde das niemals zulassen. Keiner von uns wird das tun, Jaina. Felix, was geht hier vor? Sei dankbar. Wir haben dir eben einen Gefallen erwiesen. Als Venus entflammte, bebte die Erde so stark, dass, sie selbst in zwei brach. Eigenartig, dass dies hier nicht geschah. Du hast das Leuchtfeuer noch nicht entfacht, oder? Und das nach all dem, was wir getan haben, um dir zu helfen. Wir werden das Leuchtfeuer jetzt entzünden. Wenn das wahr ist, dann solltet ihr besser zur Tat schreiten. Aber wir lassen Isaac nicht zurück. Oh, großartig. Willst du uns jetzt verraten? Ja. Typisch. Und du willst auch verhindern, dass wir sie jetzt erledigen, oder? Wenn ihr nur hier seid, um uns den Weg zum Leuchtfeuer zu ebnen, dann ist euer Weg getan. Isaac hat sich als ein stärkerer Gegner erwiesen, als wir es angenommen hatten. Wir können ihn nicht am Leben lassen. Bedenke doch, wie stark diese beiden sind, selbst ohne die Hilfe eines Wasseradepten. Wir müssen sie unschädlich machen. Wenn ihr sie wollt, dann müsst ihr euch erst zu uns stellen. Ihr seid beide schwer verletzt. Und ihr seid nicht länger in der Form, gegen alle vier antreten zu können. Ich denke, es wäre besser, wenn ihr jetzt einfach geht. Uns bleibt keine andere Wahl. Dinaria, nein. Hagatio, wenn wir jetzt gegen Felix kämpfen, wäre das unser Ende. Isaac hat seine Schwester, hat deine Schwester auf dem Gewissen. Wo ist dein Zorn geblieben? Ich bin von Zorn erfüllt, doch nicht so sehr, dass ich mich blenden würde. Was dann? Geben wir auf? Gut, aber dies ist nicht das Ende. Macht mit Isaac, was ihr wollt. Doch leistet uns diesen Schwur. Wenn wir jetzt gehen, müsst ihr das Leuchtfeuer entzünden. Kein Ding, haben wir sowieso vor. Es ist mir egal, ob ihr Gerrit helfen wollt oder nicht. Der Leuchtturm geht vor. Geh, Felix, ich werde mich um Gerrit kümmern. Okay. Und vergesst nicht den Marsstern, den Isaac bei sich trägt.
wie kommt es, dass ihr vom Marsstern wisst? Glaubt ihr, es ging uns nur um Rache? Alex hat uns alles berichtet. Nehmt den Marsstern oder wir werden euch dazu zwingen. Zwingt uns nicht zum Handeln. Mach schon, Felix, nimm ihn. Ich weiß nicht, warum du das tust, aber ich vertraue dir. Nimm den Marsstern. Okay. Und Felix nimmt den Marsstern, okay. Schon besser, Felix. Wir warten auf der Spitze des Leuchtturms auf dich. Okay. Felix, warte. Wir dürfen ihnen nicht trauen. Nimm mich mit dir. Guter Gedanke. Wenn dort oben etwas geschieht, ist es besser, wenn Aaron bei dir ist. Wir kommen schon zurecht. Aaron soll mit dir gehen. Hör auf die anderen. Gemeinsam seid ihr sicherer. Okay. Gehe ich mit Aaron nach hoch. Und ja, mal sehen, was uns dann dort noch erwartet. Ich bin echt gespannt. Oh Gott, Mann. So. War das Isaac mir jetzt einfach so vertraut? Wir haben unterschiedliche Ziele und der kann Felix nicht für irgendwen Gutes oder sowas halten. Na egal. Du kommst spät, Felix. Entzünde jetzt das Feuer. Hier scheint eine breite Vertiefung für einen Elementarstern zu sein. Soll der Jupiterstern hier eingesetzt werden? Jupp. So. Den dort reingeschmissen. Okay. Da leuchtet auch der Jupiter-Leuchtturm. Ich habe Erzählungen darüber gehört. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es so spektakulär sein würde. Der dritte Turm leuchtet. Oh mein Gott. Wir haben das Leuchtfeuer entzündet. Der dritte Leuchtturm erstrahlt nun wieder. Jetzt lasst uns gehen. Das werden wir nicht tun. Wieso nicht? Du hast uns bereits einmal verraten. Wir können dir einfach nicht mehr vertrauen. Und da jetzt das Licht des Jupiter-Leuchtturms erstrahlt, haben wir leider keinen Bedarf mehr an Verrätern. Armer Kleiner, du wirkst etwas verwirrt. Möchtest du gerne wissen, warum wir dich nicht mehr brauchen? Ich habe den Marsstern, also von daher ja. Gerne werde ich es dir verraten. Der Mars-Leuchtturm steht in Prox. Was tut ihr? Sie haben den Marsstern gestohlen. Deine Aufgabe ist nunmehr erledigt. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben den Marsstern, wir brauchen dich nicht mehr. Du weißt natürlich, was das zu bedeuten hat, nicht wahr? Höchstwahrscheinlich, ja. Genau, das bedeutet, die Zeit zu sterben ist nun gekommen. Ja, ist schön klar. Aber was soll mit Felix' Eltern geschehen? Wir pflegen unsere Versprechen zu halten. Sobald alle vier Leuchttürme entfacht sind, werden wir sie freilassen. Wir würden niemals so etwas Schreckliches tun, wie unser Wort brechen. So wie du es so leichtfertig getan hast. Aber wenn du tot bist, dann wird... wer wird sie dann in Prox nach Hause bringen? Ich denke, sie werden die letzten Jahre ihres Lebens in der gefrorenen Einöde des Nordens verbringen müssen. Keine Sorge, es wird ihnen dann nichts fehlen. Und jetzt sei bereit für dein Ende. Okay, das wird jetzt interessant, Mann, Leute. Finde ich natürlich uncool, dass, die beiden Dings mir nicht helfen können, aber naja, ich gehe das mal ganz gechillt an. Ich greife erstmal nur so an. Während du vielleicht, mit Brodem und allem versuchst, die zu erledigen. So. Ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich mit, Gott, Drachenwut, okay. Uncool. Dann wird Felix jetzt einfach kurzerhand immer heilen. Und du wirst erstmal da weiter deine Dings benutzen. Oh Gott, Leute, ernsthaft, was soll der Scheiß? Da habe ich gar keine Chance gegen, Mann. Und Felix! Es kam mir vor, als würdest du zu lange brauchen. Daher bin ich gekommen, um nachzusehen. Was geht hier vor? Sie sagten, dass sie uns nicht mehr brauchen. Herr Gatio, Felix' Schwester sollte nicht hier sein. Was denkst du, soll ich tun? Wir können jetzt nicht gehen, wir müssen sie vernichten. Keine Sorge, Felix, ich bin hier, um euch zu helfen. Okay.
Einmal dich selbst heilen irgendwie. Und du irgendwie... Nein, du hast nichts. Scheiße. Setzt du mal Tiamat vielleicht ein einfach? Nein, Junge. Ernsthaft? Mal Segnung. Asteroid. Kranker Scheiß, Mann. So, Tiamat eingesetzt. Sehr schön. Gott, ey, ernsthaft. Was soll ich da gegen die tun, Mann? Ich komme nicht aus dem Heilen raus, verdammt. Segnung, los. Shit. So, Hagatio weiter. Nein. Lass Jenna in Ruhe. Ignis Walze. Ich habe da keine Chance gegen die, verdammt. Jenna! Ich hatte das unbestimmte Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Daher bin ich hierher gehalten. Wie es aussieht, gerade noch rechtzeitig. Vielen Dank, Cosma. Ich freue mich nicht auf den Kampf, aber ich bin froh, dass du an unserer Seite sein wirst. Noch eine? Hagatio, langsam aber sicher wird sie... sind sie in der Überzahl. Es ist zu spät, jetzt noch zu fliehen. Wir müssen kämpfen. Isaac und die anderen sind in Sicherheit. Kümmern wir uns jetzt um diese beiden Ratten. Okay, das ist echt krank, Mann. Du stehst auf dem Bein, das ist gut. Dann setz mal Phoenix vielleicht auf Aaron ein. Du kannst einmal Tor einsetzen. Okay. Lass meine Leute in Ruhe, verdammt. Ey, das wird ein echt scheiß Kampf. Ich weiß gar nicht, ob ich den irgendwie schaffe, Mann. So, Phoenix einmal. Aaron steht wieder, das ist gut. Igniswalze, okay, das ich lebe noch. Ich stehe auf dem Bein, von daher ist gut. Phoenix. Du setzt dann tiefes Gebet auf Cosma oder auf sich selber? Auf Cosma ein. Du setzt Lichtplasma oder warte mal, hast du noch irgendwie... Nee, dann setz mal Lichtplasma wirklich ein. Oder hast du... Mann, nee, was zu heilen? Das wäre eine Idee. Nuss auf ihn. Heilaura. Okay. Meinetwegen. Drachenwut. Na, Felix. Lass Felix in Ruhe. Lass Felix in Ruhe. Scheiße, Mann. Das ist scheiße gefährlich, Mann. Dieses Gebet auf Cosma. Na, toll. Odem verbündet sich mit Cosma. Okay, das ist gut. Ich werde jetzt trotzdem einmal Heilwasser auf ihn einsetzen. Du kannst Umbra einsetzen. Du kannst Kanone einsetzen. Du setzt Odem auch noch auf ihn ein, damit wirklich er als allererstes geheilt ist. Das wird nicht reichen, das weiß ich. So. Jin fest. Petra wird ab... Das ist ja kranker Scheiß, Mann. Was ist das denn? Käfig. Aber es wirkt nicht, okay. Kanone erholt sich noch. Ja, super. Warte mal. Okay, klar. Okay, ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Heilwasser hier hin. Born, vielleicht auf dich einfach. Nee. Was tue ich? Ja, komm, dann setz mal Born nebenein. Eigentlich sollst du mit heilen, aber naja, egal. Äther auf Felix. So, nochmal schön fest. Na, danke. Felix Echo absorbiert, Born absorbiert, Span absorbiert, Äther absorbiert. Das ist jetzt uncool. Bewegungsunfähig, erholt sich noch. So. Uncool, uncool, uncool. Heilwasser hier nochmal hin. Alter, der ist wieder nervig, dieser Scheißzauber. So, Dampf einmal. Mach Redox mal auf dich selbst und du setzt Blitz ein. Das ist nervig wegen den Göttern und allem, ey. Bin ich mit einer Feuerwalze echt glücklicher fast. So. Heilwasser. Atrophobie, okay. Sehr schön, sehr schön. Okay. Du bleibst beim Normalen. So, Heilwasser auf sie vielleicht. Du setzt Born ein auf sie. Du kannst Wirbel einsetzen. Du setzt Aroma ein. Und dann ist das alles ganz gut. Denke ich, hoffe ich, whatever. So. Heilwasser, sehr schön.
Wirkt nicht, sehr schön, okay. Nimmt 113 Schaden, okay, cool. Also es ist nicht so, dass er einfach nur irgendwie entweder verschwindet oder peng. Das ist gut. So. Du kannst dann einmal Boreas einsetzen, du setzt dann Kanone ein und du kannst dann Tor einsetzen. Hitzekuss, okay. Komische Attacke, naja, egal. So, Tor. So. Schwächer, uncool. Kanone einmal. Und Boreas. So. Stehen aber beide noch immer auf den Füßen. Dann heil du mal wieder eine Runde. So. Ja, mittlerweile jetzt mit allen zusammen funktioniert das echt gut. Also von daher, mein Gott. Setze ich einen Polaros einfach, mein Gott. Sparen. Add auf ihn. Puh. Zum Glück kein Djinnfest. Das wäre uncool gewesen. So. Heilwasser. Drachenwut wieder. Ah ja, okay, aber Felix. Felix ist gerade eigentlich voll und von daher ist es nicht ganz so schlimm. So. Polaros nochmal. Okay. Wolke verbündet sich, Brodem verbündet sich. Okay. Einmal eine Runde heilen. So, hier hin. Oder, na, Quatsch. Du hast eigentlich genug HP erstmal. Du machst aber auch heilen. Und zwar sie. Du kannst dann Tiamat einsetzen. Du kannst Wolke einsetzen. Okay. Oh, Mann. Fuck. Heilwasser auf Cosma, okay. Asteroid. Shit. Tiamat, okay. Leute, das ist echt uncool gerade. Verdammt uncool. Guck mal, einer von euch hat jetzt Lebenswasser. Das wäre echt ganz gut. Shit. Fläschchen auf dich selber. Nuss auf... Ah, Kacke. Oh nein, Leute, 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 das ist nicht cool, das ist gar nicht cool. Das wird nichts mehr, Leute, das wird gar nichts mehr. Wir erwarten dich. Glaub nicht, dass du dich vor all dem drücken kannst. Du bist uns eine Erklärung schuldig. Keine Sorge, Dinaria, am Ende werden wir siegreich sein. Er hat sich noch bewegt. Ich kann nicht glauben, dass sie noch immer am Leben sind. Was für eine Plage. Wenn wir noch länger hier verweilen, kommen noch Isaac und die anderen. Wir sollten gehen. Ich weiß, aber Verrat muss mit dem Tod bestraft werden. Wir müssen sie vernichten. Ihr für belanglosen Groll habt, bleibt keine Zeit. Alex, du... Ihr betrachtet mich nicht länger als euren Freund? Das kümmert mich nicht. Oh nein, Alex. Unser Hass gegen dich geht noch viel weiter. Du hast uns verraten und Verrat verdient es, mit dem Tode bestraft zu werden. Ja, ich weiß, du wiederholst dich. Aber du solltest dich nicht besser zuerst heilen, bevor du närrische... solltest du dich nicht erst heilen, bevor du närrische Drohungen ausstößt? Nach dem Kampf gegen Isaac und Felix bist du nicht mehr in der Lage, eine weitere kriegerische Begegnung zu überstehen. Und wenn Isaac und die anderen kommen, welche Chance räumst du dir dann ein? Wo bleiben Felix und die anderen? Wir haben keine Zeit für Plaudereien. Was sollen wir dann tun? Wir nehmen den Aufzug. Da das Leuchtfeuer brennt, sollte er wieder voll funktionstüchtig sein. Uns bleibt keine andere Wahl. Gehen wir. Gut, endlich ein Wort der Vernunft. Folgt mir jetzt. Okay. Felix, Jenna. Was ist geschehen? Offensichtlich haben sie gegen Hagatio und Dinaria gekämpft. Ich hatte kein gutes Gefühl, nachdem Cosma ging. Ich hasse es, wenn ich recht behalte. Nun, dann sind deine hellseherischen Fähigkeiten wohl weitaus stärker, als du es angenommen hattest, Ivan. Verdammt, sie müssen mit dem Aufzug entkommen sein.
Wie konnten Sie Jenna nur so etwas antun, diese Ungeheuer? Felix hat versucht, uns zu helfen. Sie haben ihn sicher angegriffen, weil er sie verraten hat. Heißt das also, Felix ist gar nicht wirklich unser Feind? Felix, du bist am Leben. Mia, er muss rasch geheilt werden. Noch bleibt Zeit. Lass ihn nicht sterben. Felix muss noch viele Fragen beantworten, bevor seine guten Absichten bewiesen sind. Wenn du Felix rettest, werden wir euch alles berichten. Ja, gut. Okay. Also gut, Felix. Wir möchten wissen, was hier läuft. Es ist alles sehr kompliziert, Isaac. Es gibt eine Vielzahl von mildernden Umständen. Wovon sprichst du gerade? Seht doch, ich glaube nicht, dass auch nur einer von uns noch in der Lage ist, einen weiteren Kampf auszutragen. Was meinst du, Ivan? Ich meine, wir sollten nach Contigo zurückkehren und dort alles besprechen. Das scheint mir ein guter Plan zu sein, Ivan. Ich stimme dem wohl voll und ganz zu. Na gut. Jo, auf geht's. Du hast recht, wir können jetzt nicht mehr kämpfen. Kehren wir nach Contigo zurück. Wie steht's, Felix? Wollen wir dort sprechen? Wir werden auf dich warten. Also glaube nicht, dass du dich wieder davon stehlen kannst. Okay. Gott. Also. Wir würden dann den Aufzug jetzt nehmen, denke ich mal. Und, ja, dann auf nach Contigo, denke ich. Weiß nicht, ob ich hier jetzt einmal schneiden kann, muss oder whatever, weil langsam muss der Part echt ein Ende finden. Tut mir leid. Ja, gut. Hier vom Jupiter-Leuchtturm beende ich diesen Part. Wir gehen im nächsten Part dann einfach zum, nach Contigo und sprechen mit Isaac, Gerrit, Ivan und mir. Gut, bis dahin. Tschüss.